Meine lieben Schwestern und Brüder, haben Sie schon einmal die Werbung, der wir täglich in den Medien ausgesetzt sind, mit unserer frohen Botschaft verglichen? Möglicherweise sagen Sie, mein Gott, das ist ja eine verrückte Idee. Ich finde die aber gar nicht so verrückt. Was oder womit wirbt man für die Produkte, die uns angepriesen werden? Was sollen sie uns bringen? Befreiung von Schlaflosigkeit, von Schmerzen, vom Falten im Gesicht. Sie sollen uns Gesundheit, Schönheit, Geld, Glück und vieles andere mehr bringen. Und was verspricht die frohe Botschaft? Wenn wir auf das heutige Evangelium schauen, Jesus verspricht eigentlich gar nichts. Er fordert nur, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge er mir nach. Haben wir mit einer solchen Botschaft überhaupt eine Chance? Ist es nicht zu verstehen, dass Menschen lieber auf die verschiedenfaltigen Verheißungen der Welt und ihrer Produkte vertrauen, als auf die Aufforderung Jesu, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen? Nochmal zurück zur Werbung. Tatsächlich halten manche Produkte, was sie versprechen, wenn auch nicht immer. Aber sie können, wenn überhaupt, nur in einzelnen Fällen, Situationen, Gelegenheiten von Fall zu Fall helfen. Es gibt nichts, überhaupt nichts, das unser Leben ganz frei machen kann von Leid, Kummer, Schmerz, Verlassenheit, Einsamkeit. Schon der Volksmund sagt ja, Geld macht nicht glücklich. Das tägliche Kreuz bleibt für jeden in der ein oder anderen Form, in der ein oder anderen Schwere. Das Wort vom Tragen des täglichen Kreuzes verbietet uns in keiner Weise, etwas gegen Schmerz und Leid zu tun. Im Gegenteil, das kann manchmal sogar Pflicht sein. Schließlich hat Jesus Kranke geheilt und sogar Tote zum Leben erweckt. Das Tragen vom täglichen Kreuz erwartet auch nicht von uns, dass wir uns freiwillig, uns oder gar anderen, Leid, Schmerz zufügen. Jesus erwartet mit seinem Wort vom täglichen Tragen des Kreuzes, dass wir unser Leben, das Leben und die Welt mit all ihren Dunkelheiten annehmen. Auch Jesus wollte das Kreuz nicht auf sich nehmen. Er hat den Vater angerufen, angefleht, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er ist dann den Kreuzweg gegangen. Er hat das Kreuz getragen.
Er ist am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Er verspricht nicht, er macht kein leeres Versprechen. Er erwartet, dass wir im Glauben an ihn unseren Weg des träglichen Kreuzes mit ihm gehen. Und wunderschön formuliert ein einziger Satz im Prolog der Benediktregel, was uns dann verheißen ist. Wir nehmen in Geduld an den Leiden Christi teil, um auch an seiner Herrlichkeit Anteil zu erhalten. Das feiern wir vorausgreifend jetzt in der Heiligen Messe.